Da wären wir wieder. Und nachdem wir letzte Folge notwendigerweise das Inventar ausgemüllt haben, was zugegeben nicht sehr interessant ist, machen wir jetzt mal hier weiter. Was haben wir hier unten noch? Da habe ich irgendwas Wichtiges eingezeichnet. Ich weiß nur nicht mehr, was es war. Gucken wir mal kurz. Ich glaube, das ist die Eisentür. Ja, eine Eisentür. Haben wir da einen Schlüssel für? Wir haben einen goldenen Schlüssel. Der wird aber für die Schatzkammer sein, die hier auch irgendwo war. Heißt, wir können uns jetzt einen Schatz aussuchen. Was ja auch mal ganz schick ist. Wo ist die Schatzkammer? Oh, die war da unten. Und Fackel ist aus. Neue Fackel ran. Wir haben ja genug gefunden. So, da geht's runter. Wollen wir nicht. Hier ist die Schatzkammer. Und wir haben die Wahl zwischen Ressourcen und einer Armbrust und einem Buch. Wir nehmen das Buch. Was es diesmal ist. Diesmal ist es ein Buch des Feuers. Braucht Spellcraft 5. Das heißt Klick, Knack, nee. Er hier kann das. Schickner kann das lesen. Man bekommt 3 Feuermagie und 10 Punkte auf Feuerresistenz. Das ist doch mal sehr schick. Spricht irgendwas dagegen, dass wir es sofort benutzen. Normalerweise bewahrt man solche Sachen, die Boni geben, ja auf, bis man den Skill nicht mehr erhöhen kann, um das dann nochmal draufzusetzen. Wie bei Gothic zum Beispiel. Aber hier werden die Skills nicht teurer mit der Zeit. Also es ist vollkommen egal, wann wir es benutzen. Das heißt, wir lesen das jetzt sofort. Zack, 19. Das heißt, er hat jetzt 10 Resist Feuer bekommen durch das Buch und 10 Resist Feuer durch Skill 19. Das heißt, ihm fehlen nur 5 Punkte, dann kann er den besseren Feuerball zaubern. Auch wenn wir immer noch nicht wissen, wie man den Feuerball zaubert. Aber da können wir mal kurz probieren. Also Feuer und das macht es nicht. Also der Giftbolzen war ja so. Deswegen habe ich angenommen, das hier ist Gift. Das ist Luft, glaube ich, weil das ja den Blitzschlag macht. Also würde Sinn machen, wenn Feuer und das das ergeben würde. Aber anscheinend nicht. Außer es ist noch eine dritte Rune da. Probieren wir einfach mal. Wir nehmen jetzt die beiden und dann alle davon einmal. Nee. Ah, das ging schnell. Schöne Sache. Also das, das und das. Wusch. Der Flächenschaden macht, das wäre richtig cool. Aber so oder so, wir haben jetzt endlich mal einen stärkeren Zauberspruch, den man auch über die Entfernung einsetzen kann. Damit hätten wir den Ogre wahrscheinlich noch leichter töten können. Ja, sauber, sauber. Jetzt brauchen wir noch den Blitzstrahl. Oh, probieren wir den Blitzstrahl auch gleich mal aus. Also vielleicht muss man die beiden ja kombinieren und das dann irgendwie auch ein Geschossdingens. Also Blitz ist eh das da oben und das macht nichts. Okay, nehmen wir jetzt die beiden und probieren damit alles aus. Nö. Nö. Achso, das ist der Feuerball. Nö. 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 Schade. Hm, was könnte es noch sein? Also Luft mit dem da. Okay, jetzt nehmen wir Luft den und probieren damit alle aus. Luft das. Nein. Luft das. Nein. Luft das. Nein. Luft das. Nein. Ja, nachdem wir letzte Folge das Inventar aussortiert haben, sortieren wir jetzt die Zaubersprüche, was dementsprechend genauso interessant ist. Also das Symbol war es auch nicht. Das mit dem Feuerball wird es nicht sein. Das mit dem haben wir auch schon ausprobiert. Also nehmen wir jetzt den und den und alle anderen. Nein. 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 Nö. 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 Hm. Okay, der und der und alle anderen. Der. Nee. Der. Nee. Der, nee. Und gleich ist das Mana alle. Der, nee. Boah, ist der Stein wieder aufgeladen? Nein. Ärgerlich. Na gut, was wäre denn das nächste? Das nächste wäre der hier und der. Das heißt, wir müssen noch das Luftsymbol mit den dreien und allen anderen dann einmal kombinieren. Aber das können wir auch später machen. Das machen wir jetzt. Wir können runtergehen und wir können da weiter gucken. Und da oben haben wir noch das Rätsel, wo wir in der richtigen Reihenfolge durch diesen komischen Wuselgang laufen müssen.
Das können wir uns doch jetzt mal angucken. Dann können wir nebenbei schön passiv Mana regenerieren und zwischendurch Zauber ausprobieren. Oh, was haben wir hier denn noch? Spinneneier. Sterb. Stirb. Wie auch immer. Oh, und da wartet sogar eine Spinne auf uns. Wusch. 70 Schaden. Das ist doch schick. Feuer, das und das. Und es macht anscheinend keinen Flächenschaden, sonst wären wir jetzt tot. Feuer, das und das. Wusch, tot. Hahaha. Ich liebe den Feuerball. So, 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 so. Komm, schön reinlaufen. Wusch. 71 Schaden. Den hätten wir echt früher gebrauchen können. Also wenn ich jetzt nochmal ein Playthrough mache, definitiv von Anfang an Feuerball dabei. Sofort alles auf Feuer setzen. Und wenn wir später den Blitz können, sofort alles auf Blitz setzen. Das wird das Spiel wesentlich einfacher machen. Ups. Oh oh. Oh oh. Panikmodus. Panikmodus. Keine Energie mehr. Der ist tot. Er ist auch tot. Ich will jetzt schon wieder bei Spinnen sterben. Das kann nicht angehen. Mann, weg hier. Ja, der Feuerball scheint wesentlich mehr Mana zu verbrauchen, was ja auch Sinn macht. Trotzdem ärgerlich. So, bist du wieder aufgeladen? Jo. Es ist fast schon zu einfach mit den blauen Kristallen. Weil man fürchtet den Tod nicht wirklich, sobald man weiß, dass einer davon in der Nähe ist. So, kaputt. Und wir wollen zu den Spinnen zurück. Also von wollen kann keine Rede sein, aber... Naja doch, wir wollen alle Nester verbrennen. Dass es niemals wieder Spinnen hier in den Dungeon geben wird. So, das ist schon mal kaputt. Auch kaputt. Da haben wir was zu essen mitten in einem Spinnennest. Wird ja auch bestimmt sehr lecker sein. Keine Schalter an der Wand. Fackel nehmen wir erst wieder mit, wenn es knapp wird. Und ein Säbel. Ja, dann können wir gleich wieder auf den Boden schmeißen. Wir haben keine Schwertkämpfer. Und das war's hier auch schon. Also wollten sie uns nochmal wieder Spinnen entgegenschmeißen, um uns daran zu erinnern, was für nervige Gegner es noch gibt. Anscheinend. Na okay, für Schwertkämpfer wäre das Schwert vielleicht ganz okay gewesen, aber so ist es irgendwie... Na gut, wir gehen jetzt zu diesem Schnörkelgang. Ein Walkabout, also ein Rundgang. Wenn wir hier raufgetreten haben, von der anderen Seite, hatte es irgendwie Klick gemacht. Also wir gehen jetzt einmal immer rechts an der Wand lang. Klick. Ja, hat Klick gemacht. Und nun? Ich höre keinen Stein auf Stein, ich höre gar nichts. Machen wir jetzt mal andersrum. Wir gehen immer links an der Wand lang. Da hat es auch Klick gemacht. Jetzt nicht mehr. Ha. Also was ich... Klick. Was ich jetzt will, ich will jetzt so gehen, dass es mehrmals klickt. Denn es scheint, dass das Klick... Also der Klick hier ist ein Start. Dann gehen wir da rum, dann macht es hier wieder Klick. Das heißt, die Entscheidung war wohl richtig. Dann müssen wir uns hier nochmal neu entscheiden, wo wir lang laufen. Und je nachdem, ob wir uns richtig oder falsch entscheiden, kommt noch ein Klick oder halt keiner. Also, hier ist richtig. Erster Klick. Zweiter Klick. Hier ist auch richtig. Also wir gehen zuerst so rum. Dann gehe ich jetzt mal da rum. Und hoch. Und das war anscheinend falsch. Also zurück zum Anfang. Oh, oder die Richtung ist einfach nur richtig. Also von da kommend auf die Platte treten ist richtig. Und von hier kommend auf die Platte treten ist auch richtig. Also machen wir mal so. Wie markiere ich das? Ja, ein Pfeil wäre jetzt ganz praktisch, aber wir können nur das N setzen und keine Symbole. Symbole setzen wäre richtig cool. Oder auch allgemein die ganze Karte selber zeichnen.
in diesem Automap wäre ein richtig cooles Feature. Aber wir haben es nicht, also sollten wir nicht darüber reden. So, da ist ein, sagen wir mal, von Westen. Hier ist einer von Süden. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal lang und gucken irgendwie, dass wir es hinbekommen, dass es hier nochmal irgendwo klickt. Und da versuchen wir aus den drei oder vier ein Bewegungsmuster abzuleiten. Also wir sind hier schon mehrfach so rumgegangen. Es hat keinen Klick gemacht. Das können wir jetzt testweise nochmal machen. Wir laufen einfach gegen den Uhrzeigersinn um das Ding rum. Nichts passiert. Wir laufen mal gegen den Uhrzeigersinn rum. Mit dem Uhrzeigersinn. Auch kein Klick. Das ist jetzt irritierend. Okay. Dann laufen wir den Hauptgang mal. Einmal so, einmal so. Klickt hier irgendwas? Nee. Gibt es vielleicht nur die beiden? Okay, ich laufe jetzt mal von Süden dadurch und dann von Westen dadurch und was passiert. Das klickt nicht. Das ist nicht gut. Oh, und der klickt auch von Osten. Also wir gehen von Osten, wir gehen hier rum und wir gehen da rum. Es klickt wieder. Ich weiß nicht, ob wir uns umdrehen sollen während des Rätsels. Das wäre noch schwieriger. Also wir können bisher nur da lang und haben Erdbeben. Und hören dann wahrscheinlich kein Klicken, also warten wir. So. Hier haben wir jetzt eine Wahl. Wir können entweder links rum oder wir können rechts rum. Ich gehe jetzt mal links rum. Klick. Super. Von Westen. Also, unser bisheriger Weg ist so, wir gehen darum, wir gehen darum, wir gehen darum. Und jetzt gehen wir einfach zurück zum Start. Nee, war wohl nicht richtig. Aber wir gehen nochmal den Weg so lang. Klick. Da wurde gerade ein Stein hin teleportiert. okay. Klick. Hier haben wir keine Wahl bisher. Hier hatten wir eine Wahl. Und ich habe mich entschieden, da lang zu gehen. Also gehen wir jetzt da lang. Und jetzt können wir rechts rum. Haben dann wieder eine Wahl. Oder wir gehen links rum und haben gleich wieder eine Wahl. Also gehe ich jetzt mal links rum und gehe wieder zurück zum Anfang. Das ist verwirrend. Und war die Fackel schon vorher da? Ja, ich glaube schon. Hat sie noch Licht? Nö. Die sortieren wir mal aus. Ich will hier nichts in unserem Walkabout haben, das uns irgendwie von einem Rätsel ablenkt. So. Also. Hier lang. Hat nicht geklickt. Habe ich wohl schon angefangen. Also jetzt hier links rum. Klick. Dann wieder links rum. Klick. Dann rechts rum. Letztes Mal sind wir links rum und dann zu dem hin. Also gehen wir jetzt wieder rechts rum. Gehen einfach nochmal im Kreis. Klickt nicht. Gehen wir jetzt rechts rum und dann da im Kreis. Klickt auch nicht. Wahrscheinlich haben wir es schon kaputt gemacht. Klick. Also. Hier rum. Klick. Darum, Klick, Fackel geht aus. So. Hier haben wir jetzt keine Auswahl, keine Auswahl, keine Auswahl, Auswahl. Wir sind jetzt schon einmal darum und wiederum, das hat nicht geklappt. Und wir sind darum und darum, hat auch nicht geklappt. Das heißt, wir gehen jetzt hier rum und nochmal so rum. Also im Uhrzeigersinn. Wenn das nicht klappt, starten wir neu und machen es nochmal gegen den Uhrzeigersinn. Also, Neustart. Soweit. Soweit. Und jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Kein Klicken. Ich denke mal, wenn ich einfach nur wild rumlaufe,
finde ich es irgendwann eher durch Zufall, als wenn ich jetzt alles versuche und dann, also ich könnte natürlich einen Zettel machen, das alles aufschreiben. Und wir gehen jetzt ganz einfach mal rückwärts. Jetzt gehen wir mal darauf. Klickt nicht. Hier klickt jetzt auch nichts. Ne, die klicken echt nur, wenn man es in der richtigen Reihenfolge macht. Also das ist schon so weit so richtig. Und auch nicht, wenn man wahllos rumläuft. Also wir müssen zuerst wirklich auf den einen klicken. Den hier. Dann müssen wir auf... Okay, ich probiere jetzt mal einfach auf den anderen zu klicken zuerst. Der klickt nicht. Gut. Wieder zum Anfang. Klick. 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 Was sagt die Karte? Ich benenne ihn mal um. Eins von Osten. Zwei von Süden. Drei von Westen. So. Und wir sind schon bei 16 Minuten. Das heißt, ich mache jetzt einen kurzen Cut, hole mir nochmal einen neuen Bleistift und dann male ich eine Skizze, wie wir hier laufen könnten. Das machen wir aber nächste Folge. Erstmal abspeichern. LP 045. Und bis gleich.